Der russische Präsident Wladimir Putin hat Deutschland in einer Rede in Wolograd am Donnerstag vorgeworfen, sich in einen Krieg mit Russland hineinziehen zu lassen. Wie im Zweiten Weltkrieg werde auch wieder auf dem Boden der Ukraine mit deutschen Waffen gegen Russland gekämpft, sagte der Kreml-Chef. Es ist unfassbar, aber eine Tatsache. Wir werden erneut mit dem deutschen Panzer Leopard bedroht, sagte Putin bei einem Festakt 80 Jahre nach dem Sieg der Roten Armee über die Wehrmacht in der Schlacht um Stalingrad. Tatsächlich hatte die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg keine Panzer mit der Typenbezeichnung Leopard in ihrem Bestand. Russland werde sich aber auch diesmal wehren, sagte Putin. Wir haben etwas, womit wir antworten. Und mit der Anwendung von Panzertechnik ist die Sache nicht erledigt. Das sollte jeder verstehen, sagte der russische Präsident. Seit dem Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine hatte Putin den Verbündeten Kiews gegenüber mehrfach einen Einsatz von Atomwaffen angedeutet.